Willkommen bei Sims 4. So, ich folge ihr jetzt mal. Sie sollte eigentlich ins Haus. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich bei der letzten Folge stehen geblieben bin. Ich weiß nur, dass sie eine Dusche nehmen sollte. Dampfende Dusche nehmen. Und danach kannst du ins Bett. Gut, weil sonst stinkt sie die ganze Bettwäsche voll. Die Kleine, die tanzt auch schon wieder Samba hier. Du kannst es mal auf die Toilette genau verwenden. Ist es etwa unwohl? Oh, muss pieseln. Okay. Also klein ist es noch unwohl. Dann die Energie ist natürlich total im Eimer. Deswegen gehst auch du mal schön schlafen. Es ist auch schon 2:25 Uhr am Sonntag und die muss auch bald in die Schule. So, wie geht's ihm denn? Er hat keinen Spaß, aber die Energie ist noch einigermaßen in Ordnung. Eigentlich kann er jetzt mal schlafen gehen. Das mal weg hier. Und dann soll er mal ins Bett. Wie? Er ist angespannt, weil er braucht Vergnügen. Er soll ins Bett gehen. Bett zuweisen ihm. Aber er ist ja genauso hartnäckig wie seine kleine Tochter. Er mag wahrscheinlich auch das Bett nicht. Aber leider schlafen jetzt seine lieben Familienmitglieder in seinem Bett und er kann es ja sein, also der Vater ist nicht in der Lage, der Tochter beizubringen, wo ihr Bett ist. Wie gesagt, er greift nicht genug durch emotional, um ihr es beibringen zu können. Dann hat er eben Pech gehabt und das soll er mal weglegen. Das soll er auch weglegen. Gibt es hier noch was? Das soll er aufräumen. Dann Ball geben an hier und nee, das soll er nicht platzieren. Und wenn er gerne möchte, kann er eben noch ein Spiel spielen. Sims Forever, genau. Da hat er noch eine kleine Aufgabe. Dass es ihm jetzt keinen Spaß macht, ist ja nun logisch. Ja. Gut, die Kinder schlafen. Wie sieht es denn mit der Energie aus? Bei ihr steigt? Naja. Und die braucht noch eine ganze Weile. Sie hat auch totalen Hunger, aber sie muss dann wahrscheinlich hungrig in die Küche, in die Schule. Und er macht hier noch den Abwasch. Die haben ja auch ein aufregendes Wochenende mit zwei Veranstaltungen, einmal zu Hause und einmal eine Kunstveranstaltung. Ja. Aber wehe, du weckst die. Was macht er? Ich dachte, er wirft den Ball. Na gut, Ball geben an. Hier und danach. Wenn er jetzt nach dem PC mal etwas wach wird. Ich würde ihn ja gerne wieder im Fernsehen stellen, aber die kommen ja von der Kiste einfach mal nicht weg. Ja, leider Gottes. Er ist angespannt, weil braucht Vergnügen. Würde wirklich gerne etwas Lustiges tun. Ein Haushalt wäre doch mal was Lustiges. Oder die Toilette reparieren. Wäre auch mal was Lustiges. Karriere. Bin mal gespannt. Einen Job suchen. Ich weiß ja nicht, wie viel er jetzt hat. Er hat jetzt 310 die Stunde. Und ist eigentlich gut dargestellt. Die Katze schmeiße ich mal raus, denn möchte mal rausfinden, wie es da aussieht. Was ist denn bei ihr? Die braucht doch noch. Okay, Energie ist in Ordnung. Genug, ja, ich soll erstmal was essen.
Sie ist ein bisschen beschämt, wahrscheinlich wie in der Toilette war. Peinlich berührt, soll sich mal nicht so haben. Geschlechtsteile hat auch jeder andere Mensch. So, und danach schlafen gehen und jetzt ist er wieder dran. Ich möchte mal wissen, was er für eine Jobsuche hat. Hörst du Na? was? Oh. Ja, klar, er ist am Rechner. Mann, die Gedankengänge. Ach Gott, bis der Jobsuche dauert es noch bis morgen früh. Ich mach mal das Spiel weg. Man darf den Sims einfach kein Spiel und kein Fernsehen vor die Nase geben. Gut, Moneten. Was könnte er denn machen? Er ist jetzt gerade, oder was ist er denn eigentlich? Ein Künstler, glaube ich. Verdient eigentlich richtig super. Aber er ist sonst eine faule Sau. Im wahrsten Sinne des Wortes. Fastfood-Angestellter, da muss er mal richtig ackern. Handarbeiter? Das wäre doch mal was. 45 die Stunde. Jo, dann macht er mal was. Balko, seine Aktivität zu Rasen, mehr ändern? Ja. Wenn er die neue Aktivität annimmt, verlässt er seine aktuelle Position als Startup-Star. Ja, natürlich. Ja, warum ist er denn unwohl? Müde. Stimmt, er sollte auch mal ins Bett. Ist das Bett jetzt hier ein bisschen frei? So, ich muss mal drehen hier. Ja, dann gehen wir schlafen. Du hast es dir verdient, du hast den sinnvollen Job rausgesucht. Da, wo du auch mal was machen musst. Nicht das, was du vorher hattest. Klassenclown kann jeder spielen und dafür wird auch noch bezahlt. Gut. Also, wir haben den Job geändert. Ich hoffe, er kriegt dadurch ja, positivere Eigenschaften. Und ja, wie heißt er nochmal? Paco. Ja, Paco Gongola, genau. So, bei ihr sieht es eigentlich schon ganz gut aus, denke ich mal. So, aber Hunger natürlich nach dem ganzen Schlaf. Sie ist immer noch müde, muss aber auch bald in die Schule. Aber verspielt, gut, einschlafen kannst du noch in der Schule. Machen sowieso einige Kinder in der Schule schlafen. So. Schlechte Umgebung. Die meisten Sims mögen es nicht, von Schmutz und Unordnung umgeben zu sein. Das kann doch nur wieder das Katzenklo sein, oder? Ja, dann musst du es aber auch säubern. Hier und das auch. Wenn du dich darüber beschwerst, dann tu auch was dafür. Na, gut, Verantwortung. Plus eins. Und sie kriegt ja nochmal plus zwei dazu, weil es sind ja drei Katzenklos. Wir haben ja nicht nur eine Katze. Ihhh. Aufwischen. So, wenn du schon pinkelst, dann bitte in die Toilette und nicht neben die Badewanne. Gut, die ist unwohl, weil sie Hausarbeit wahrscheinlich machen muss. Und sie ist müde. Ist ja kein Wunder, sie schläft ja immer nur ein paar Minuten. Da ist auch selber dran schuld. Ach, diese Katzen, die sind so niedlich, wie sie herumtoben. So, Katzenklo ist gemacht. Schlafen kannst du in der Schule, da macht sie wenigstens was Sinnvolles. Und Katzen haben sogar was zu trinken. Ja, wie man ja sieht. So. So, uiuiui. Immer dieser Kampf mit dieser Maus, wie die rumlaufen, wie so kleine tapsende Spielfiguren. So, Muttern, du kannst wieder aufstehen. Schlafen, aufstehen und dann kann die Kleine nochmal ins Bett für. Ach nee, die muss ja gleich wahrscheinlich in die Schule, oder? Aktentasche, Schule,
von 8 bis 15 Uhr. Jo. Schlafen kannst du in der Schule. Der Bus kommt gleich. So. Oh, die geht jetzt ins Bett. Jetzt will sie wieder. Die kann sich auch nicht entscheiden. Erst will sie ins Bett, dann will sie was essen. Notenanforderungen. Sie ist nur der nur, Durchschnitt. Gut, sie ist aber selber dran schuld. Wie ist deine Energie? In der Theorie Hunger? Genau. Bei ihr ist auch die Hygiene. Sie kann jetzt mal nochmal zum zweiten Mal. Eine erfrischende Dusche. Und jetzt müsste sie langsam in die Schule. Na komm, ist das schon gleich 8 Uhr? Ach nee, Sonntag. Nö, dann hat sie ja noch alle Möglichkeiten offen. Dann kannst du nochmal ins Bett. Und schlafen gehen. Dann wünsche ich dir erstmal eine gute Nacht. Und du hast dann erstmal gleich in der nächsten Folge ein Techtelmechtel mit Paco in der Dusche. So, bis dahin noch viel Spaß und tschüss. Bis zur nächsten Folge.